Eine Schafkanone. Da fuck! Ist das euer Ernst? Hallo und herzlich willkommen, liebe Strike Force Heroes, zwei Freunde, hier ist euer Luvi und auf Wunsch eines einzelnen Zuschauers habe ich mich diesem Spiel mal wieder zugewandt. Ihr könnt es hier sehen, ich habe lange nicht gespielt. Genau. So, Iron Gib muss ich gerade erstmal ausrüsten hier alles. Bisschen Money, wir können ja einfach mal hier am Rad drehen, bevor wir losmachen. Und wir kriegen einen Kackhaufen raus. Fischgräte. Die verkaufen wir doch. Und machen wir doch einfach mal ein Custom Game. Nein, Play Custom. Ich hab's doch schon längst kapiert. Ich habe wirklich lange nicht gespielt, aber ja, das sieht doch gut aus hier. Machen wir mal so voll. Alle, was ist denn das höchste hier? 50, ja, warum nicht, ne? Killstreaks, Armor, Modifier, Super Physics. No Mod, okay. Very easy. Ich mach's mal auf. Ich kann's gar nicht höher machen. Gut, fangen wir doch einfach mal an. Wer bin ich denn? Ach, da oben bin ich. Springen. Ich muss mich gerade erstmal wieder an die Grafik gewöhnen. Der Kerl sieht ja hier auch nett aus. Ich brauche hier gerade mal. Hä, wie kann ich das hier nicht aufnehmen? Wow, was war das jetzt? Ja, ich hatte überlegt, Strike Force Heroes 1 zu spielen lieber, weil irgendwie gefiel mir das System nicht so gut mit diesen Waffen hier. Aber ich habe dann doch dieses hier genommen. Warum, fragt mich nicht. War so eine Art Eingebung. Und oh, überhaupt nicht aufgepasst gerade. Vor lauter Reden. Ich weiß nicht, warum es laggt. Ihr habt auch kein Vollbild so wirklich, weil, ja, ist halt nicht so groß, ne? Versteht ihr sicher, so ein Flash-Game, das ist nicht, entspricht nicht der Größe eines 1080p. Ich werde es trotzdem in HD rendern. Bäh, was habe ich denn hier für widerliches Zeug? Uah, los. So, jetzt hat der Typ es zumindest nicht mehr. Ja, dann wollte ich noch sagen, kommt bald ein Video, wo ich nochmal genau erkläre, wann ich was hochladen werde in nächster Zeit. Weil ein Upload-Plan nochmal so ein genauer gewünscht wurde und ich werde mich in Zukunft auch eher an diesen halten. Wo ist er denn? Meine Fresse. Die Soldaten sehen irgendwie so ähnlich aus. Sag mal, kämpft der immer im Nahkampf? Boah, weg hier. Ach. Medic Pack. Ich folge dem einfach mal. Wir haben keine Muni mehr. Nehmen wir doch mal hier. Das ist für eine Kackknarre, die schießt eh mal. Aber hier unten ist zum Glück Muni. Wow! Das ist nicht gut. Und das noch weniger. Bloß schnell ein Medic Pack holen. So. Gerade so überlegt. Überlebt. Überlegt. Genau. Genau. Uploadplan. Was noch? Puh, keine Ahnung. Ich möchte mich erstmal für euer Feedback und vor allem für eure Zuschauerzahlen bedanken in letzter Zeit. Also ich habe hier meinen Rekord, den ich, keine Ahnung, irgendwann mal aufgestellt hatte, deutlich getoppt mit über 1000 Aufrufen in nur einem Monat, tatsächlich sogar weniger als ein Monat. Das verschlägt einem die Sprache. Was ist das für eine Sch***? Geht ja mal gar nicht. Haben wir hier Muni? Ja, haben wir. Nein. Wir führen, spielen ja auch nur
very easy, oder wie es heißt. Und ich glaube, wir sollten mal öfters auf den Kopf ziehen. Zielen. Oh. What? Wieso bin ich da jetzt runtergefallen? Ich stand doch noch an der Kante. Mysterious of the Universe. Ach Gott, ich sehe gerade auf dem Vorschaubildschirm, wie das Bild hier aussieht. Also ich muss echt schauen, wie ich das dann in Magics Video Deluxe dann wieder hinbiege, dass das einigermaßen vernünftig aussieht. Das ist cool hier einfach mal schützenfest, hä? Wieso hat er denn nicht nachgeladen? Das ist doch... Oh, da lebt er noch. Habe ich den gekillt oder hat der den gekillt? Player, ich sollte mich mal umbenennen. Weil Player ist nicht sonderlich kreativ. Alter, was hatte der noch für Leben? Das ist kurios. Bei diesem Flash-Game wird mein Arbeitsspeicher mehr ausgelastet, als wenn ich Battlefield spiele. Ja, das ist logisch. Vor allem, da ein PC doch so logisch berechnet ist. Warum gibt es dann so Differenzen, so dass du bei dem einen kannst du den Prozessor gut übertakten, beim anderen geht da gar nicht. Obwohl die dieselbe Hardware haben, selber Hersteller, die vielleicht 2 Minuten später produziert worden sind oder so. Und das meine ich mit sowas. Warum zieht dieses Spiel mehr an meiner Performance, an meinem PC als alle anderen Spiele, die ich besitze? Das ist ein Mysterium für sich. Boah, gerade noch so. Aber wir brauchen Medpack. Der hat das zum Glück nicht auf uns abgesehen. Und während er sich hier versteckt, holen wir uns einfach mal das Medpack. Ey, Killstealen. Ja, gerade noch so. Also jeder zweite Kill ungefähr ist von uns. Und jetzt müssen wir hier wieder mit der Kackknarre. Die Knarre ist irgendwie verbuggt. Wir brauchen Muni. Die KI ist zum Glück nicht so intelligent, sich die holen zu gehen. Ein verdammter Schuss. Alter, Alter. Nein! Jodo. Nee, Jojo. Ganze, wie viel Leben hatte der noch? Ach Gottchen. Ich freue mich echt gerade darauf, das dann zu rendern. Mal für Carlwood weg, einmal die Videoauflösung anpassen, weil das aussieht wie so ein Film aus den 60ern vom Format her. Alter Falter, ich glaube, ich... Ach, ich habe es letztens schon mal gespielt. Mein PC ist jetzt nicht so schlecht, ihr könnt euch ja auch mal mein PC-Video angucken. Und ich habe es letztens gespielt mit 8 Leuten. Mit 8 KIs. Und da hat es... Da ist es flüssig gelaufen. So flüssig, wie ein Flash-Game halt laufen kann. Da wundere ich mich doch, was hier jetzt los ist irgendwie. Das ist tatsächlich komisch. Sollte es aber gewünscht sein, dass ich vielleicht vom ersten Teil noch was zeige oder halt hier nochmal so eine kleine Nachserie mache. Der erste Part von Star Wars Heroes 1, der hat ja auch fast 5000 Aufrufe und wow. Also... Das ist eine Zahl, die ist unglaublich. Der kann mich treffen, ohne dass ich zurückschießen kann. So, unglaubliche Zahl, da war ich stehen geblieben und... Ich sag nichts mehr. Ich sag nichts mehr. Nee, da war ich stehen geblieben. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach stimmt, wir haben ja noch gar keine Killstreaks an Bord. Genau, es kommt auch bald noch ein Video, Battlefield 4, meine erste Runde. Schön aufgenommen. Ich will euch jetzt nicht zu viel verraten. Ein bisschen aus Erfahrung aus Battlefield 3, ja, aber...
Battlefield 4 ist da in vielen Belangen anders. Auch wenn es als Klon gilt, es ist halt schon nochmal ein anderes Spiel für sich. Battlefield 3 galt ja auch nur als Klon von Bad Company und das weiß ich nicht alles. Da gibt es sicherlich Leute, die sich besser auskennen. Ist das ein Juggernaut oder warum sieht das so komisch aus? Kann ich das hier? Nee, kann ich nicht. Wow. Treffer, los. Wurden der Süße hier hingeschossen, hä? 51 Kills. So, fast 52 geschafft. Jojo hat es gar nicht mal so hoch geschafft. Wie weit sind wir denn hier? 2000 in einem Spiel. Wunderbar. Nee, genau, was ich sagen wollte. Falls es gewünscht sein sollte, dass ich hier ein bisschen weitermache, dann sagt mir das doch bitte einfach. Dann schaue ich mal, vielleicht auch den ersten Teil oder so. Sagt doch einfach mal unter diesem Video, ob ihr noch mehr sehen wollt. Wenn ja, was? Und ich gehe gerne auf einzelne Kommentare ein von einzelnen Leuten. Kaufen wir uns jetzt mal eben die Waffe hier. Und eine Armor kaufen wir uns auch noch. Und einmal drehen tun wir auch noch. Mal schauen. Wehe, jetzt kommt wieder Pupu raus. Nein. Nein. Nichts. Nochmal, ich will jetzt was. Das ist ja fast schon Betrug hier, wenn die uns... Aha, ich habe eine Socke gefunden. Die hat... Das hat sich ja fast schon gelohnt. Was zur Hölle? Explosive Strong Homing Capacity. Eine Scharfkanone. Ich nehme die einfach mal. Wo haben wir denn unsere Waffen? Erstmal hier ausrüsten zu uns. Blau. Blau ist cool. Hier ist unser Equipment. Wir equippen jetzt mal das. Und wir equippen die Schafskanone. Und machen jetzt noch eine kurze Runde. Schafskanone? Ich glaube, das schneide ich vorne rein. Custom Game. Nein, ich mache mal nur mit 6 Leuten. Ne, die Map ist kacke. Das auch. Market ist doof. Factory ist witzig, aber ich mach mal nur 10 Kills. So, Start. Eine Scharfkanone. Da fuck! Ist das euer Ernst? Ach, die ist sogar gegnersuchend. Was zur Hölle? Eine Kanone, die mit Schafen schießt. Ich meine, ist das crazy oder ist das crazy? Hallo? Ups. Hä, wo will der denn jetzt hin? Eine Schafskanone, ich fass es nicht, ey. Das ist das Geilste, was ich hier jemals in diesem Ding gesehen habe. Also ich muss sagen, das gefällt mir immer besser hier, dieses Spiel. Was ist denn hier los? Ach schade, ich dachte, ich krieg beide. Wow. Los, fang das Schaf. Fang das Schaf. Geht's noch? Das Schaf war nicht für dich. Upsala. Eine Schafskanone. Los, renn rein. Meine Fresse jetzt. Die KI hat die Intelligenz auch nicht mit Leveln gefressen, Alter. Ups. Hat wohl so sein müssen. Eine Schafskanone ist das geil.